Limes, ehemals die Grenze des Römischen Reiches, wurde erbaut im 1. bis zum 6. Jahrhundert nach Christus und verlief mitten durch Europa bzw. quer durch das heutige Deutschland. Häufig genutzt wurden Flüsse oder Gebirge als Grenzmarkierungen, doch wo solche nicht vorhanden waren, wurde einfach der Limes gebaut, ein Grenzwall, welcher das Römische Reich schützen sollte. Mit 550 Kilometer Länge ist es das längste Bodendenkmal Europas. Heutzutage erinnern nur noch übrig gebliebene, wieder restaurierte Grenz- und Überwachungstürme bzw. teilweise wiederhergestellte Grenzwälle an den Limes von damals. An einigen Orten wurden sogar Legionslager ausgegraben, die man heute noch besichtigen kann. Hier nun zu sehen, ein Grenzwall, ein typischer Grenzwall, wie er damals gebaut wurde, aus einem Erdhügel mit einer Senke und einer sehr stabilen Holzpalisade, welche an den Limes hier in Meinhard erinnern soll. In gewissen Abständen auf Sichtweite wurden dann zusätzlich zu dem Wall regelmäßig Türme, Wachtürme errichtet, auf denen Legionäre postiert waren, welche die ganze Gegend überwachen sollten. Je nach Region und Zeitpunkt des Erbauens dieser Schutzwälle und Wachtürme sind diese natürlich anders aufgebaut. Teilweise wurden anfangs einfach nur Wachtürme aufgebaut, zu denen später dann der Wall hinzukam. Im weiteren Verlauf wurden die Wachtürme dann immer größer und stabiler gebaut, bis sie in der letzten Phase des Römischen Reiches sogar aus massivem Stein gebaut wurden. Hiervon können Überreste in restaurierter Form jederzeit besichtigt werden. Unter anderem im Raum Meinhard, in Öhringen im Hohenlohe-Kreis, in Aalen, wo es sogar ein Limes-Museum gibt und an vielen, vielen weiteren Orten. Im Jahre 2005 wurde der Limes in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen und damit die Schutzwürdigkeit der ganzen Anlagen, die aktuell noch vorhanden sind, anerkannt. Thank you.
Und das war es auch schon wieder mit diesem kurzen Video über den Limes. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dann lasst mich das gerne mit einem Daumen hoch wissen. Teilt das Video mit euren Freunden, Bekannten und so weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Birdseye Adventure.